So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten. Final Exam steht vor uns, bei dem es offensichtlich auch nur eine Dragon Coin gibt. Das heißt, es fehlen ein paar, aber vielleicht kommt da noch was danach. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Let's do it. Everything. 7 rooms in total. Oh je. Hi. Geh weg. Vielleicht gibt es hier auch mehr Dragon Coins. Keine Ahnung, wir werden wie gesagt sehen. Okay, erstmal fliegen wir, ja? Dann fliege ich doch gleich mal nach oben. Nope. Ah, ich muss weiter fliegen. Cool. Ich glaube, ich muss sogar normal weiter fliegen. Kann das sein? Mist. Ei, okay. Ach, ich muss... ich darf nicht anhalten. Nein. Es ist schon klar, hier soll ich dann Anlauf nehmen. Das heißt, da soll ich erstmal anhalten können, ja? Mist. Ah. Dann werde ich da an der Zwischenstelle mal den State setzen. Hier. Nein, da jetzt natürlich nicht mehr. Ich hätte gedacht, dass man da vielleicht gleich weiterfliegen kann, aber wenn da extra Pfeile sind, kann man das wohl nicht. Ja, wahrscheinlich soll man hier anhalten. Aber hier Anlauf nehmen. Ich will mal gucken, was da noch kommt. Na, ich muss auf jeden Fall weiterfliegen. Ich kann ja den wegtriggern. Das kann ich ja machen. So. Das heißt, ich muss es aber auch so timen, dass ich dann an ihn anknalle. Igitt. Das ist ja super eklig. Ja, mach dich weg. Ja. Verliere ich eigentlich den... Ich verliere den Pi-Meter durch das Fliegen, ne? Ach, ich hasse es. Auf so einer kleinen Fläche Anlauf nehmen. Oh Mann. Geh weg. Geh weg. Ich muss ja auf... Wie viel? Auf 112 oder so kommen. Ich halt nicht mal ansatzweise. Dann springt er halt nicht. Oh! Uff! Dass ich hier nicht direkt weiterfliegen kann, ist blöd. Ist richtig blöd. Guck mal, ich kann das überhaupt nicht aufladen.
Ah, jetzt geht's ein bisschen. Kurz Zeit. Ah, und jetzt ist es wieder weg. Ich könnte was werden. Ich kann nicht gleichzeitig da hochgucken, vor allem. Auf die Anzeige. Ich sehe die Anzeige gerade gar nicht. Als Zuschauer sieht man die halt vielleicht, aber... Und warum springt er denn dann einmal nicht mehr, wenn ich einmal kurz ein State setze? Dann nützt mir der State ja auch nichts. Oh. Oh, kein Fan. Ich sehe aber halt auch nicht, wie mir hier zum Beispiel Slow-Mo helfen könnte. Das nützt mir alles nichts. Oh! Da fliegen wir. Da fliegen wir noch nicht. Erst in die andere Richtung fliegen wir, ja? Oh, wir hatten's. Aber in die Richtung kann ich noch nicht fliegen, ne? Das ist, reicht noch nicht. Und jetzt ist er wieder weg, der Pi-Meter. Oh mein Gott. Da ist er. Weiß er nicht. Man muss aber auch noch zu dem Block passen. Tut halt gerade überhaupt nicht. Okay, aber ich kann ein bisschen hin und her variieren, wenn ich den habe. Da ist er wieder weg, ne? Da ist er noch, oder? Jetzt ist der wieder da! Lösch dich! Das könnte sogar funktionieren. Wenn ich mich dann rechtzeitig da fallen lasse. Und dann rüber. Oi, 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 oi. Jetzt funktioniert das nicht. Habe ich da dann schon zu viel Dings verloren? Das ist natürlich blöd. Take-off-Meter. Das wäre natürlich blöd, wenn ich die Geschwindigkeit dann da schon verliere, ne? Oh, nice. Will... Alter! Aber es geht aus der Position. Das ist sehr gut zu wissen. Wann fängt denn der Quatsch an? Alter! Oh! Das war der erste Raum. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt fliegen wir nochmal. Ja, so schon mal nicht. Hi. Okay.
Aber ich möchte möglichst langsam einsetzen gleich. Hä? Sag mal. Moin. Sag mal, bin ich denn dumm? Bin zu schnell. Wieso lasse ich mich denn da auf die Stachel plötzlich runter? Ist jetzt vielleicht ein bisschen arg langsam. Hä? Ich kann es nicht abschätzen. So nett. Das sind doch ganz normale Stacheln. Hä? Bin ich jetzt dumm? Zu schnell. Ah, es passt. Jetzt habe ich es wieder auf. Oh, mein Gott. Ich muss vor allem bestimmt mittendrin dann so ein Klebedings noch machen. Ei. Ich sehe das schon kommen. Gibt's doch nicht. Nicht den gerade komplett dumm. Muss ich halt staten durch, wenn ich zu doof bin gerade. Tut mir leid. Ja, moin. Ja, jetzt habe ich oh mein Gott. Ich bin gerade dumm. Ich bin gerade einfach dumm. Hi. Wieso geht denn das nicht? Sag mal. Blöd zum Fliegen gerade. Vor allem verstehe ich nicht. Dass er. Hä? Dass er den Input manchmal nicht nimmt. Wird es oben angezeigt, ob ich die Taste drücke? Ja, eigentlich schon. Ja, so geht's auch. Lass mich doch wieder höher, Mann! Oh, ich raste aus. Wie geht's denn dann weiter? Hä? Ach so, langsamer werden an der Stelle wahrscheinlich. Oder ich gehe hier ganz schnell durch. Geht das vielleicht? Der nimmt mich auf jeden Fall mit. Ja, jetzt machen wir fast rückwärts, alles klar. Gibt's doch nicht!
Mensch, wieso komme ich denn da jetzt nicht durch? Alter! Erstmal würde ich gerne ein bisschen höher, aber dafür muss ich... Ich kann halt nicht gleichzeitig die Höhe behalten. Wie war das? Man kann auch irgendwie in der Luft drehen. Muss ich dafür Y loslassen? Hallo? Ja, die andere Taste, ne? Die da. Aber da drüben muss ich ja richtig... Oh, nee. Hallo? Ich drücke doch schon Laden. Oh mein Gott, warum reagierst du denn nicht manchmal? Yo! Ich glaube, jetzt gibt er langsam wirklich einen Geist auf. Ich glaube, daran liegt's. Das könnte sein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Pro-Controller hört gleich auf. Ist halt doof, dass der keine Akkuanzeige hat. Außer an der Switch. Ich müsste den nur antriggern. Das muss doch kein... Oh, ich... Nee, Entschuldigung. Ich lade den auf und dann mache ich hier weiter. Das nervt mich gerade. Wir hängen das zusammen. So, gleicher Part, aber ganz andere Aufnahme. Ein Tag später... habe ich jetzt den Pro-Controller wieder aufgeladen. Und wir sind irgendwo da. Ja, wir sind am Fliegen, ne? Richtig. Okay, mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert. Es war ja ein wenig problematisch. Ja, wow. Können wir es dann wirklich einmal bitte auf die... Wow. Das war jetzt nicht so gut. Okay, wie geht's dann weiter? Ja, das ist schon eher, wie ich die... Ja, ist... Okay. Also, ich meine, ihr seht das. Das läuft gerade ganz anders. Wow. Ich bin gerade selber erstaunt. Dann war es halt wirklich, dass es zu leer ist, das Teil. Ja? Okay. Okay. Oder ich war zu unkonzentriert. Beides würde ich zählen lassen. Aber man sieht auf jeden Fall, es hat definitiv was gebracht, eine kleine Pause einzulegen. Wow. Oh, was zum... Daran war nicht mal zu denken letztes Mal. Ihr habt es ja gesehen. Also nicht letztes Mal, es ist ja der gleiche Part in der letzten Aufnahme halt. Sick. Dann war es echt der Akku. Es hat sich halt auch schon so komisch... Es hat sich echt komisch angefühlt beim Steuern. Ich habe halt keine Anzeige hier. Die hätte ich an der Switch gehabt. Da sehe ich dann, ob er wirklich leer ist. Aber es fühlt sich jetzt komplett anders an zum Spielen. Wow. Ich meine, ich kriege ihn plötzlich hier an der Stelle langsam und so weiter. Aber das ist natürlich schon eine Nummer. Wow. Okay. Dann sollte ich da einfach in Zukunft öfter drauf vertrauen, wenn ich das Gefühl habe... das war jetzt nicht so gut. Bin ich von der Geschwindigkeit her? Ja, das passt. Dann können wir auch auf der Geschwindigkeit bleiben. Ich muss ja hier sowieso runter slowen. Ah, okay, verstanden. Jetzt bin ich allerdings... jetzt weiß ich halt nicht genau, wie schnell ich da drüben sein muss.
Ich nehme an, ich muss dann wieder drüben losfliegen. Ah, verdammt. Na, ich muss da schneller runter. Deutlich schneller. Nein! Okay. Und da kommt noch eine Stachel. Alles klar. Gut, kriegen wir hin. Passt. Schön. So, ich setze mal lieber ein extra Stand, nicht, dass ich hier mich komplett verwurschtel. Gehen wir mal hier rein. Cool. So, jetzt geht's im Wasser offensichtlich weiter. Yo. Ach so, ich bin gerade hier so freiweise am Staten. Eigentlich sind wir ja in einem Level, was ich immer erst probieren möchte. Ne? Kommt mir gerade so, aber wenn ich mir das so angucke. Uff. Würde ich. Na klar. Ja gut, wir machen erstmal ohne State. Sorry, ich wollte nicht. Das war ein bisschen doof. Ich setze kurz nochmal am Anfang wieder einen. Dass ich zumindest den schnell laden kann. Aber wir sind ja gerade eigentlich nicht in der State-Phase. Das war jetzt eigentlich nur für das Fliegen. HF streamt ja gerade den Hack auch. Und der kommt ohne States durch. Also Respekt an der Stelle. Bisher ist er im dritten Schloss. Ja, dann muss ich da irgendwie schneller raus. Nein, jetzt wollte ich hoch, aber das hat nicht funktioniert. Ah, okay. Wir werden einen State bei dem Fisch setzen. Ich hab da nicht die Geduld und das ist fürs Let's Play auch nicht gut. Ich kann mich immer mit dem Let's Play so ein bisschen rausreden, ne? Und sagen, hier, aber Video wird dann ganz lang. Und ich schneide ja nicht und bla bla bla. Habe auch gerade ein Video gesehen von einem Kaizo Galaxy-Spieler. Wow, der hat 4 Stunden an einer Challenge gesessen. Gesessen ist richtig, ne? Ah, das ist sick. Übrigens finde ich es gerade interessant, dass wir jetzt mit einem Item schwimmen müssen. Und zwar rauf und runter. Und das aber eigentlich in der Übung gar nicht hatten. Ne? Das ist schon wieder so ein. Das haben wir nie geübt. Und dann kommt es plötzlich im Test dran. Ja, guten Morgen. Das haben wir nie geübt. Lieber Panga, du musst mir schon Sachen ins Gegenwerfen, die du mit mir geübt hast. Sonst bist du ein schlechter Lehrer. Nein. Es kann ja auch Transferwissen dran kommen, ne? Was wisst ihr? Transferwissen gibt es ja auch. So. Also bisher wäre es eigentlich ohne States machbar, aus meiner Sicht. Bisher. Wenn jetzt nicht noch so rein. Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt nicht sowas wie Ranken kommen, dann ist es okay. Aber unter Wasser kommt natürlich der Angler. Ja. Damit hat sich das dann auch an der Stelle erledigt. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, das war es an der Stelle mal wieder komplett. Wow. Das wird jetzt übrigens interessant, die da zu holen, weil meistens zieht man sich dann auf die Stacheln drauf. Yep.
vorne hat der Sprung funktioniert. Natürlich klappt er nur einmal. So, danke schön. Nein, 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 nicht so weit. Das wollte ich nicht. Huch. Geil. Genau da solltet ihr hin. Ah, es war zu bald. Nein! Och, aber immerhin, ne? Kann man auch mal machen. Hätte ich das denn gerade geschafft? Gerade bin ich doch auch daraus. Ah ja, sehr schön. Zeit sparen und so. Sag mal! Komm ich da wieder ran? Nein. Aber wieso passiert mir das denn jetzt gerade? Ja gut, wir haben noch eine Chance, wenn ich es nicht wieder... Okay, danke schön. Ja. Wie gesagt, das passiert dann leider recht schnell. Okay, setzen wir mal hier drüben eine. Doch nicht. Ich verstehe es immer nicht, wenn es am Anfang klappt und dann krieg ich es nicht mehr hin. Gibt's da einfach nicht. Ich setze mir hier drüben noch einen. Muss ich nicht immer da durchschwimmen. Das finde ich echt immer interessant, wenn man, ne? Es hat so vorhin die ganze Zeit, also gut, es hat zweimal funktioniert, aber es hat sich so angefühlt, als wäre es einfach machbar. Und es ist ja auch eigentlich machbar, aber jetzt gerade bin ich wieder... Das verstehe ich immer nicht. Dankeschön. Warum denn nicht gleich so? So, jetzt, also ich versuche mal mittig zu gehen. Ich versuche mal, über ihn zu kommen. Ich glaube, wenn ich über ihm bin, habe ich gewonnen. Weil höher geht er ja nicht. So, hier. Hier sollte ich jetzt meine Ruhe haben. Bis auf das Problem, dass ich dann natürlich jetzt wieder runter muss. Auch das haben wir nie mit dem Angler geübt, unter Wasser. Oh Gott. Also spätestens hier wäre der Teil, wo ich sage, okay, das ist dann doch wieder ungünstig für den Abschluss dieses Raumes. Bis dahin hätte ich gesagt, kommt man ohne States, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Also nicht so wie ich, aber so realistisch betrachtet. Aber wenn jetzt der Teil hier kommt, dann bin ich da wieder raus, was diese Einschätzung angeht. Da bin ich sehr gespannt, ob HF4 auch noch ohne States durchkommt. Das fände ich schon äußerst. Also, ich war ja schon so beeindruckt, keine Frage, ja. Die Level, wo ich am Anfang Probleme hatte, wo ich angefangen habe zu staten, da ist der einfach durch. Das ist... hat den nicht interessiert. Nein! Aber bei hier auch, also das... Puh. Ich muss die ein bisschen veralbern, ne? Wir haben sie gelernt mit der Ellipse. Gute Ellipse, schlechte Ellipse. Aber puh. So, jetzt runter. Jetzt irgendwie wieder hoch. Nicht aufs Feuer. Oh mein Gott. Jetzt würde mich nur kurz interessieren, ich mache mal kurz ein State, ob hier irgendwo ein Block war. Alles klar. Jo. Brauche ich den? Den brauche ich bestimmt noch, ne? Den muss ich verfolgen. Sonst wird der ja nur zwei schießen. Also brauche ich jetzt keinen State setzen, den brauche ich eh noch. Und zwar
Da dann. Alles klar. Ich muss die Sprungtaste gedrückt halten an der Stelle, sonst komme ich nicht drüber. Zumindest nicht gut. Aber das ist ja eigentlich nicht das Problem, da an der Stelle die Sprungtaste gedrückt zu halten. Man springt ja eh, dann hätte man sie einfach gedrückt. Dann sollte das passen. So, ich muss jetzt aber bei 20 Minuten dann diesmal hier mit der Aufnahme aufhören. Weil wir ja schon 20 Minuten aufgenommen haben, den ersten Part. Also den Teil mit noch schlechtem Akku. Ja. Und ich muss schneller sein. Okay. Ich darf im Prinzip gar nicht zwischen anhalten. Du darfst dann schießen. Dankeschön. Aber brauche ich potenziell vielleicht sogar noch den dritten und ich muss hier mit einem rüberkommen? Ist es, ich glaube, möglich? Könnte es möglich sein? Oh, verdammt. Oh, verdammt, es ist möglich. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht, was ich will. Oh, no. Oh, no. Ach, gib mir nicht auf den Keks. Ah, vielleicht brauche ich hier schon den zweiten. Ah, wenn ich das wüsste, was da kommt. Ah, jetzt kann ich... Ich kann ja gucken. Kann ich nicht. Ah, das war wieder zu bald. Immer der gleiche Mist. Wieder zu bald. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Ach! Was tue ich denn? Ja, es geht sogar relativ einfach, So. Mama! Okay, brauche ich jetzt immer noch den dritten? Bitte nicht. Mir scheint eher, dass ich den hierfür brauche, für den sicheren Sprung darüber. Nein! Okay. Dann brauche ich eigentlich den zweiten ja doch wieder nicht, wenn es auch ohne den geht. Dann muss ich das ja eigentlich nicht so knapp machen, ne? Wobei es dann hier eigentlich zeitlich schon gar nicht funktioniert. Also es ist besser, den einfach direkt mitzunehmen. Dann komme ich auch besser an dem Charlie vorbei. Chuck vorbei. Ups. Na, das geht eigentlich klar. Und so komme ich dann hier besser durch. Und warum bin ich denn da so doof? Ich muss doch nur da hochkommen. Das ist doch nicht das Problem. So. Oh no. Ich dachte vorhin, ich muss dann da den Pilz verlieren auf den Schacheln, aber da kommt eine Säge runter. Okay. Nein, und dann muss ich da besser hin timen. Okay.
Soweit fühlt sich's noch machbar an. Vielleicht kommt die Ernüchterung gleich, aber wir werden sehen. Weil ich irgendwie doch den dritten noch mitnehmen muss die ganze Zeit. Das fände ich nicht so cool. Aber wir werden sehen. Keine Ahnung. Ach. Ja moin. Da habe ich nicht nachgedacht. Reicht nicht. Tschüss. So, aber das passt eigentlich ganz gut alles die ganze Zeit. Da bin ich zufrieden mit. Das war nicht gut. Jetzt habe ich wieder den Quatsch gemacht. Ich tue immer das Gegenteil von dem, was ich sage. Das ist auch immer wieder faszinierend. Ich will es anders machen, als ich es dann letztendlich umsetze. Keine Ahnung, was da noch kommt. Auf dem konnte man stehen. Da war der Troll. Okay. Oh, was? Sick. Nur Interesse halber, wären hier Blöcke irgendwo gewesen. Aber hier Sprungblöcke? Anscheinend nicht. Okay. Hey, dann haben wir mal einen Raum ohne State geschafft. Sehr sensationell. Dann beschließen wir damit... Dann schließen wir damit diesen Part ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.